Dankeschön. Irgendwas Schönes? Oh, ein Paket, ein GEI-Paket. Wow, mit einer militärischen Transportschlüsselkarte. Oh, hier ist Müll an der Wand. Aber da muss die für irgendwas sein. Ja. Naja, haben wir schon mal vorweggegriffen. Oh, guck mal, hier gibt's Werkzeug, Autoteile. Kannst du bitte leiser sterben, Zombie? Meine Güte. Voll kein Müll drin, Kacke. Hühnerstoff und Antriebsteil, okay, schön. Noch eine Kiste. Hier ist noch ein Stromkabel. Okay, ich guck mich gerade schon hier um so. Hier ist noch ein Kasten mit Mull. Sprungfederung, endlich kann ich meine Sprungfedern upgraden. Baum, hier ist auch noch Zeug. Aber wozu war jetzt die Karte? Bin ich immer gesprochen, wozu wir die noch brauchen werden. Hier ist noch Zeug im Regal, falls du es noch nicht aufgesammelt hast. Ja, hab ich schon gesehen. Hier oben, oh, hier oben ist auch noch eine Kiste. Oh, von hier oben hätten wir gut kämpfen können, Kacke. Nö, hätten wir nicht. Das hätte Spaß gemacht hier oben. Ach, da oben, auf dem Dings. Aua. Ganz viele Gaspuddeln, das hat voll Spaß gemacht. Außer er hätte die uns in die Fresse gejagt, weil ich glaube, wenn er gegen das Ding von unten gegengeworfen hätte, hätten wir trotzdem Spaß gehabt. Das ist eine andere Sache, ne? Naja, gut. Was willst du mehr? GAI-Paket oder so ein fetten Beleg? Ach, hier ist ja noch eine Halle. Schrei nicht so. Oh, holy shit, Bro, wo kommst Schrei du her? Schrei nicht so, Alter, meine armen Ohren. Oh, geh weg, geh weg, geh weg. Alter. Wo ist er? Er liegt hier auf dem Boden, er ist tot. Ich hab ihm die Birne weggeschossen, während er an dir vorbeigerannt ist. Wobbel, 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 wobbel. Entschuldigung, hätte ein bisschen gewundert, weil der Typ einfach von hinten kam. Ja, sorry. Oh, ich kann mich durch die Gegend schieben. Nein! Schade. Oh, hier sind Zombies. Nimm dir ein paar. Alter, ist gut, Sitz. Ihr kommt alle dran. Alle mit der Ruhe. Schön der Reihe nach. Nicht drängeln. Was machst du da oben? Sightseeing? Hm, wer? Ja, du! Ein Zombiesblatt. Ja. Von da oben. Bin eben einmal komplett durchgelaufen, hab ungefähr die Hälfte angezündet und jetzt mach ich mir den Rest. Oh, ich sag grad, das ist ein Zombie mit einer Weihnachtsmütze, aber war nur eine rote Schreckmütze. Ja, stimmt, aber hat wirklich so ausgesehen. Ich hab ihn auch gesehen. Alter, Crane macht bei mir voll die komischen Geräusche. Okay. Nee, er hat gerade so. Plötzlich so ganz dunkel. Ist er da gerülpst, hat er dabei. Ach, gerülpst, Vorsicht, da kommt noch eine Runnerin von hinten. Sehr schön. Oi. Wow, dafür, dass es leer ist, super. Benzin? Auch nix. Einmal ein paar Schrauben. Das ist ja hierfür irgendwo die Schlüsselkarte, die ich gerade bekommen habe. Also mir. Elektronisches Bauteil, das nehme ich natürlich. Oh, eine Sporttasche. Mit $7.
Hat wahrscheinlich gerade noch so für ein Wasser gereicht. Ich weiß, wie die Preise in Haran sind. Ah, schon wohl. Oh, eine Sammlertasche. Alter, so viele. Ich hab Zigaretten bekommen. Gott, Alter, wie viele Pakete wieder rumliegen. Ja, das musst du. Oh Gott, hier hinten sind auch noch Sachen. Hier sind noch Spinte und auf dem Tisch liegt auch noch was. Spinte? Hier, Spinde. Spinte. Willst du nur ein GAI-Paket holen und stößt erstmal auf einen riesen Labor. Alter, bist du creepy! Entschuldigung. Verpiss dich! Entschuldigung, ich hab zwar nichts gemacht, aber tut mir leid. Nee, neben mir stand jetzt gerade einer dieser Schutzanzug-Zombies und die ganze Zeit so. Der hat nicht angegriffen oder so, der hat mir nur ins Ohr geatmet. Er wollte nicht einfach an einem Herzinfarkt sterben sehen. Ja. Das ist mega creepy, ey. Ich finde den scheiß Punkt hier nicht an dem Schloss. Eine Ruhe arbeiten kannst du hier. Meine Güte, darf ich jetzt? Der Punkt wieder woanders. Ach Mann. Immer mach du mal. Mag jetzt nicht mehr. Mit so einem falschen Schrank rum, aber okay. Premium irgendwas Tasche. Ich habe nur einen Versuch gebraucht. Wow, ich habe da ein Portemonnaie drin liegen. Geil. Ist hier oben noch eine Kiste? Leicht? Plastikteile oder so und ein Rohr. Oh ja, hier ist noch ein Silas-Paket. Sehr schön. Mal kurz meinen ganzen Loot aufheben. Wäre aber echt mal wieder für einen Bauplan oder sowas. Langsam hätte ich gerne mal eine neue Mod. Oder? Meine Fertigkeitsstufen verteilen. Ja, so als würdest du gerade irgendwas im Taschenrechner eingeben. Drüben sind noch ja, mehr Kisten. Wo ist denn das Steelers-Ding? Da, wo ich gerade eben stand. Oh, leer. Hä? Ja, genau da oben. Ach, da! Ich bin dran, wo ich bin drüber gehüpft. Hallo. Hallo. Wow. Die eine ist leer. Okay. Oh, kommt ein neuer Besucher. Bring ihn um, er will unseren Loot. Hinter dem Wagen ist noch ein Medic-Kasten, ey. Hä, weißt du? Hinter dem gelben Wagen da. Genau da ist noch ein Medic-Kasten. Hä? Wo? Ach, da! Durchgangsverkehr hier. Können wir da jetzt weitermachen? Ja, ich sag's dir. So, können wir dann jetzt mal weiter. Haben wir alles. Ist noch was drin. So ein Bägelchen, das nehme ich jetzt mal mit und dann hauen wir ab hier. Leer. Warte mal. Kann man... Man kann hier rein. Noch eine Silas-Kiste. Ja, stehen aber auch überall, schon, oder? Ne? Baseball-Schläger. Easy. Nice. Was haben wir hier Schönes? Oh, Federung Stufe 1, aber Schrauben, da sage ich nicht nein zu. Mein Inventar ist schon wieder voll, Alter. Ernsthaft jetzt? Die Fackeln können weg. Das machen wir mal kaputt. Auch. Da ist auch noch eine drin, in der anderen Dings, wo wir eben rein wollten. Ach.
ernsthaft? Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, da liegen auch noch Nägel dran in der kleinen Holzkiste. Wir wollten zum Kraftwerk. 10 Stunden später. Nee, das sind noch 10 Zielerskisten. Die müssen mitgenommen werden. So. Der Rest waren grüne Kisten. Da war nichts dran. Ne? Bei dem Doppelläufigen will ich gerade mal schauen. Da ist noch. Siehst du, da ist noch ein Medikkasten. Also so ein Hilfekasten. So. Aber der hat keine Tür, das heißt, da kommen wir auch nicht rein. Hilfe! Hilfe! Was haben wir hier noch? Was ist das überhaupt? Keine Ahnung, das will ich auch gerade herausfinden. Oh, ich wette, hier könnten wir noch was Schönes finden. Ich hätte ja mal wieder irgendwelche komischen Türme hoch. Okay. Während ich wieder den Besuch von den scheiß Zombies kriege. Du kannst ja auch hier rumklettern, aber hier oben gibt's glaube ich nichts. Das ist die falsche Seite. Hallo? Ach, mein Enterhaken muss laden. Halt war irgendwie nix. Interessiert das gar nicht? Hm, was? Der erste Track interessiert die Zombies gar nicht. Wieder, also was ist mit Train auf einmal? Warum macht er plötzlich so dunkle Zombie-Geräusche? Denk dran, er ist immer noch infiziert. Ah, I know, I know. Wir müssen hier später nochmal hin. Ich erinnere mich gerade an etwas, das für dich sehr lustig wird. Das ist kacke, dass du schon gespoilert bist. Ich hab mich nur gerade daran erinnert, dass wir hier später nochmal hin müssen. Wo du eine Menge Spaß haben wirst. Okay, treiben wir es denn hier oder was? Ist immer ein bisschen unbequem. Ich bin der König der Welt! Hochsitzgesichtet, wo denn? Ich habe das Land außerhalb von Harran gefunden und es sieht nicht verseucht aus. Ja, eigentlich ist das eine riesige Menge mehr. Ach, du meinst die Betonmauer da? Ja. Alter, guck dir mal den Zombie auf da unten an. Oh wow. Pam, au! Was ist denn da los? Hm? Da ist gerade ein Zombie vom Himmel gefallen, hat den anderen zerschlagen und ist dann irgendwie in seine neuen Teile zerfallen. Läuft. Ja? Auf jeden Fall ungesund aus. Ich sehe, ach, da hinten ist Harran. Hey, Friends! Ah, lass mich los. Hallo. Kommst du mit Party machen hier unten? Wuhu, Bösack! Und dann fahren wir endlich mal weiter. Alter! Der auf Crane. Oh, neue Legendenstufe. Ich hab schon 3x3 Leute geköpft. Mit einem Schlag. Nice! Ich hab schon 3 von 30 da stehen. Ich hab 0. Wir brennen die bei mir ganz gut. Doch der Dicke hier, der will einfach nicht sterben. Die nicht, meine Güte. Das war nicht so gut. Mann, das waren nur ein Zweier, Kacke.
Und damit ihr im Kopf. Kannst woanders, nicht in meiner Gegenwart. Warum sind die alle so hart kotzen gerade? Weil die mich gesehen haben, was erwartest du? Hör auf zu labern. Ich darf das auch nicht, also dass du es auch nicht. Doch, du hast das jahrelang gemacht, bevor ich da war und es dir verboten habe. Das muss ich erstmal nachholen. Kannst du nicht bezeugen? Ich kann es mir denken. Dann kannst du nicht. Stimmt, ich kann nicht denken. Nee, Baba. Er lebt die noch. Wo kommst du denn schon wieder her? Guck mal, ich habe zwei Flächen gefunden, die genau übereinander liegen. Die brennende Tante spawnt neue Zombies. Was zum Fick? Du machst das schon. Achtung, Runner incoming. Wieso schwebt hier ein Loot-Paket in der Luft? Egal, nehme ich mit. Weiß es nicht, weil es das kann. So, jetzt. Da kommt schon wieder ein neuer, Alter. Wir seien hier nicht fertig. Okay, ich sammle jetzt mal Loot ein. Ich sammle Loot auch ein, aber dazu komme ich gerade nicht. Weg! Sitz! So gefällt es mir schon Weizen, besser. Was hier rumliegt? Oder ja, Beine. Ne? Das ist so eine Kornfabrik. Ja, ja. Hätte man sich so viel schönes Brot mitbacken, ja, ne? Ja. Da müssten die Leute nicht hungern. Das stimmt. Ohne Scheiß. Normalerweise kann man da bestimmt auch noch was anderes draus machen. Haferbrei oder sowas. Oder Haferbombe. Ah, weil es auch Hafer ist. So, meine Güte, hast du alles, Kind? Nö. Ich auch nicht. Alter, du gibst gefühlt so viel Scheiße auf, wenn du da zum Händler gehst und denkst, du hast voll viel zum Verkaufen. Es ist einfach irgendwie gar nichts. Ich glaube, ich alles. Den Zombie zermatsche ich gerade noch. Alles klar. Ach, warum? Das andere nehme ich jetzt mit im Vorbeilaufen. So. Auf zum Buggy und dann gehen wir endlich mal zu Ali. Der wartet schon seit dem ersten Tag, seit dem Spiel auf uns. Hat aber jemand gut geparkt. Hm? Der mit dem LKW genau in den Kornhaufen reingedonnert. Hier ist noch ein Krankenwagen. War nur noch diesen einen. War noch dies und noch das. Eben beschwere ich mich noch übers Looten und das mache ich selber die ganze Zeit. Also. Ja, ernsthaft. Eben kackt dann noch rum, er hat nicht die ganze Zeit Bock zu loopen, jetzt kommt er selber nicht aus dem Scheiß. Jetzt bin ich wieder umgänglich. Ach, so. Sagt euch schon mal, Luftschläge sind ungesund. Komische Zombies, merken sich das nie. Eine Reihe. Oh, so, endlich wieder beim Buggy. Hallo Buggy, hast du mich vermisst? Merke ich mir. Nee, nicht Turbo, ich wollte mir eine Dreierfederung bauen. Ich hab sogar eine. Geil. Dann können wir uns noch Bremsenteil. Ja, komm, machen wir uns mal ein Bremsenteil. Ui, das ist auch noch dran. So! Wir können ein neues Buggy-Teil einbauen. Hä? Hab ich doch gerade. Ich hab hier doch sonst gar nichts zum Einbauen. So. Karte. Wir müssen eigentlich zurück zu der Tankstelle und von da aus, glaube ich, fahren. Boah, ich habe jetzt nur blaue Teile in meinem Buggy drin, Stufe 3. Ja, nice.
So, probieren wir es mal. Über die Brücke zurück. Okay, gegen den ganz Großen sollte man nicht fahren. Das ist der Belzebufo gewesen. Brauchst du Hilfe? Nö, 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 nö. Aber ich glaube, wir brauchen neue Zombies. Diese hier können sich teleportieren. Das ist so eine Schweinerei. Boah, ich das irgendwo explode auf der Straße. Ich bin nur rumgefahren. Gut gemacht. Wow! Oh mein Gott, niemand sagte mir, dass das so hoch ist. Was habe ich hier für eine Rennstrecke gefunden? Wow! Hier möchte ich eine Tankstelle gefunden. Hilfe? Bist du tot? Ich lieg auf der Seite. Hallo. Position zurücksetzen. Hier, wo ich bin, ist eine Tankstelle. Ich warte hier mal. Ja, ich komme. Also, ich versuch's. Eine Rennstrecke gefunden, das war viel lustiger. Warum versuche ich eigentlich dem brennenden Auto bei links auszuweichen, wenn ich rechts lang kann? Bin ich dumm oder so? Keine Ahnung, warum du das machst. Ich bin fast tot. Das Auto. Oh cool, mit einer Dings, mit der Sicherheit kannst du da auch Klicker machen. Das ist schon witzig, wie sie das komplette Kopf... Er hat Spaß dran. Aber es ist halt witzig, wie sie einfach instant das komplette Kopfmesh austauscht und dann plötzlich ganz andere Zähne und alles hat.